Max Frisch wurde am 15. Mai 1911 in Zürich als Sohn eines Architekten geboren. Er besuchte das Gymnasium in Zürich und studierte dann einige Semester Germanistik. Nach dem Tode seines Vaters musste Max Frisch aus finanziellen Gründen sein Studium abbrechen. Er war zunächst als Journalist tätig und schrieb Berichte über verschiedene Reisen durch Europa. Von 1936 bis 1940 studierte Frisch Architektur an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich. 1944 eröffnete er ein eigenes Architekturbüro. 1942 gewann Frisch den ersten Preis in einem städtischen Wettbewerb um die große Freibadanlage Letzigraben in Zürich, deren Bau 1949 abgeschlossen wurde. Der Erfolg als Schriftsteller erlaubte es Frisch, 1955 den Architektenberuf aufzugeben. Die schriftstellerische Karriere Max Frischs begann 1934 mit dem Roman Jürg Reinhardt, der von der Schweizer Schiller Stiftung mit einer Ehrengabe ausgezeichnet wurde. 1940 folgte eine Art Schweizer Kriegstagebuch unter dem Titel Blätter aus dem Brotsack, Tagebuch eines Kanoniers. Seither hat Max Frisch eine Reihe von Erzählungen, Romanen und Theaterstücken verfasst. Seine bekanntesten Werke sind die Romane Stiller, Homo Faber, Mein Name sei Gantenbein, Montauk, Der Mensch erscheint im Holozän. Die Erzählungen Blaubart, Wilhelm Tell für die Schule, Tagebücher 1946 bis 49 und 66 bis 71 sowie eine kritische Reflexion über seine Militärdienstzeit mit dem Titel Dienstbüchlein. Max Frisch hat auch eine ganze Reihe von Theaterstücken geschrieben, darunter Die chinesische Mauer, Graf Öderland, Don Juan oder Die Liebe zur Geometrie, Wiedermann und die Brandstifter, Andorra, Biografie, Tryptychon und andere. Die Werke Max Frischs wurden verschiedentlich preisgekrönt. 1962 erhielt er den Doktor Phil Honoris Causa der Universität Marburg für seinen Kampf gegen die Dämonie des Totalitären, 1965 den Literaturpreis der Stadt Jerusalem, 1976 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Max Frisch war zweimal verheiratet und hat aus erster Ehe drei Kinder. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Gespräch mit dem Max Frisch. Herr Frisch, ihr habt jetzt drei Jahre in New York gelebt, seit 7. Mai wieder in Zürich daheim. Ihr geltet ja auch als Zürcher Schriftsteller, das kann man so sagen. Was hat es für eine Bewandtnis, die Rückkehr? Ach, wissen Sie, das ist zum Teil einfach privat. Ich habe nicht nur drei Jahre dort gelebt, ich bin früher nach Amerika gekommen, vielleicht reden wir später darüber, in den 50er Jahren, bin immer wieder da gewesen. Aber jetzt mal zusammenhängend drei Jahre. Und das hat mir gelangt und ich habe Zürich eine bequeme Wohnung gefunden, so etwas wie ein privates Altersheim Deluxe, mitten in der Stadt. Das ist bequem. Ob ich jetzt in Zürich bleibe, nicht bleibe, das weiss ich nicht. Ich bin natürlich Zürcher und Zürich ist für mich bequem, wenn ich nicht stark als offizielle Zürich denke. Ist es so beiläufig oder hat es irgendwie noch einen tieferen Grund, dass ihr nach Zürich zurückgekommen seid? Ihr seid ja nicht nur immer wieder in Amerika gewesen, sondern recht eigentlich viel herumgereist und an anderen Orten gewohnt, in Rom, in Berlin. Ja, wissen Sie, als ich nach Rom gegangen bin, mal für 5 Jahre, ist auch so der Gedanke gekommen von Exil, was ein völlig absurder Gedanke ist. Früher hat die Schweizer immer einmal in München gelebt oder in Paris gelebt. Einige sind nicht zurückgekommen, wie der Giacometti. Böcklin ist zurückgekommen, weil das Land, ja, wie man wüsste, eher klein ist. Geht man raus. Jetzt meine Generation hat das Pech gehabt, dass dann das tausendjährige Reich ist mit der Mussolini dazu. Wir hatten eine Zeit, in der wir nicht reisen konnten, sodass ich nach dem Krieg natürlich als etwa 40-Jähriger sofort raus wollte und mal Europa nach dem Krieg gesehen habe, auch Oststaaten gesehen habe und dann das Glück hatte, nach Amerika zu gehen mit einem Stipendium. Also Exil hat das nichts, so ist auch natürlich der Gegengedanke von Heimkehr,
wo man dann zum Flugzeug aussteigt und den Boden küsst. Das ist also nicht der Fall, sondern das Schöne an der Schweiz, neben vielen anderen Sachen, ist, dass man kann sie verlassen und kann zurückkommen und sie kann wieder verlassen. Die haben ja zu Zürich gleich auch ein besonderes Verhältnis. Es ist eure Stadt und im Stiller vielleicht berühmtesten Roman von euch beschreibt ihr die Stadt. Das war in den 50er Jahren als Städtchen. Also mit einer zärtlichen Ironie wird dort eure Heimatstadt beschrieben. Habt ihr die Stadt jetzt wieder angetroffen? Oder hat sie sich auf eine Art verändert, wo ich... Ja, zwei Sachen. Es ist natürlich ein zärtliches Verhältnis, das man hat zu dem Ort, wo man aufgewachsen ist. Kompliziert zärtliches Verhältnis, also wo man in die Schule gegangen ist, wo man ins Gym gegangen ist, wo man den ersten Schatz gehabt hat. Und alles das kann ja durch ein anderes Land nicht ersetzen. Das gehört, ist ein Teil vom Heimatbegriff. Und sie sagen verändert, es hat sich ungeheuer verändert, nicht nur baulich, sondern es hat sich wie ganz Mitteleuropa amerikanisiert. Vor allem, wenn man von Amerika wiederkommt, sieht man das, wie das amerikanisiert. Sodass man ein gewisses Heimweh hätte nach etwas mehr Europäischem als das, was man da zum Teil sieht. Ja, das ist auch wieder eine Erfahrung, das jetzt also zu sehen. Herr Frisch, ihr seid der Öffentlichkeit bekannt als einer der berühmtesten, wenn nicht gar der berühmteste Schriftsteller, den wir Schweizer haben. Und das wird auch mit einem gewissen Stolz zur Kenntnis genommen. Es wird sogar mit einem gewissen Stolz zur Kenntnis genommen von den Leuten, die der andere Max Frisch nicht so gerne haben. Das ist der Max Frisch, der in der Öffentlichkeit politisch auftritt und zwar mit ätzender Kritik auftreten kann. Ihr habt bei der SPD, als Sozialdemokrat auch, das kann man hier sagen, bei der SPD in Deutschland an einem Parteitag geredet, bei der SPS an einem Parteitag geredet, auch in der Schweiz, beim VPOD geredet. Das sind sehr engagierte Reden, auch eure Rede zum Preis vom Friedenspreis vom Deutschen Buchhandel ist sehr engagierte Rede. In letzter Zeit gibt es eigentlich von euch weniger solche öffentliche Stellungnahmen zu direkten politischen Problemen. Hat da bei euch ein Rückzug stattgefunden? Ich glaube nicht, sondern es hat jetzt einfach mit dem zu tun, dass ich 3 Jahre nicht da gewesen bin, in Amerika gewesen bin. Dort ist nicht mein Ort, weil ich nicht Bürger von Amerika bin, mich öffentlich einzumischen. Mich hat dann die Entwicklung in Amerika so sehr beschäftigt, aber das ist nicht ein Thema für einen öffentlichen Auftritt da oder noch nicht gewesen. So bin ich einfach durch diese Abwesenheit da weniger, sagen wir, als politisch Engagierte, wie das Wort heisst, in Erscheinung treten. Ich weiss nicht, wie das mit dem Rückzug ist. Ich habe den Rückzug auch schon trainiert. Als ich nach Rom gegangen bin, habe ich unter anderem auch gedacht, jetzt tue ich mich da nicht mehr einmischen, weil mir fällt zu meinem Land, Schweiz, ich sage mein Land, das gehört ja nicht nur den anderen, das gehört ja mir auch. Nicht? Das ist immer so, wem gehört das Land nicht? Und in welchem Sinn gehört es ihm? Und wer ist ein Schweizer? Wer bestimmt, wer ein Schweizer ist und die ganze Sache? Aber ich habe das Gefühl, es fällt mir nicht so viel mehr zur Schweiz ein. Und wenn ich jetzt rumkomme nach 5 Jahren, so Maul halten. Bin rumgekommen und dann war gerade die Gastarbeitersache. Und ich habe die Italiener sehr gerne bekommen in Rom. Und schon hat es mir wieder den Ärmel reingenommen. Und mein erster Satz war dann halt, ein kleines Herrenvolk sieht sich in Gefahr. Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen. Und ich habe Kritik geübt an unserem Verhalten gegenüber den Gastarbeitern. Ich gehe aus dieser Antwort geht für mich daraus hervor, dass so Sätze auch wieder fallen könnten. Ja, leider gibt es, ohne dass man ein Prophet ist, weiß Gott nicht, gewisse Einsichten, die man gehabt hat, die man für aktuell gehalten hat, und die dann zum Teil einige verschwinden, das wirklich überholt, und andere bleiben leider aktuell oder kommen mit einem anderen Inhalt wieder eine Aktualität über. Ich will hier einhaken. Man kann euch als linke Intellektuelle bezeichnen. Mal neben dem Schriftsteller als linke Intellektuelle, Bürger von diesem Land. Ist nicht gerade für die linke Intellektuelle unsere Zeit enorm problematisch geworden.
Ich habe den Eindruck, so bis 68 und in den Nachwirkungen, vielleicht bis 75, bis die wirtschaftlich kritische Zeit kam, hat unter den Linken und unter den linken Intellektuellen insbesondere eine gewisse Sicherheit bestanden in dem, was sie vertreten haben. Es war ein demokratischer Sozialismus, der eine marxistische Grundprägung hatte und marxistische Wahrheiten aufgenommen, wenn auch adaptiert. Und heute scheint mir, ist für die Leute in unserem Land, insofern vielleicht auch für euch, einfach alles völlig unsicher geworden. Also das Rezept, das man sich in den ersten 3/4 von diesem Jahrhundert darauf berufen konnte, sind irgendwie nicht mehr gängig. Das erste unerhörte Ideologie-Unsicherheit. Wie empfindet ihr das? Das ist natürlich ein ganz grosses Thema. Geschwind würde ich persönlich zu dem sagen, was sie schon gesagt haben, aber unterstreichen. Also Linksintellektueller ist fast ein Schreckbegriff. Nicht? Erstens weiss man nicht recht, was ein Intellektuell ist. Das könnte man auch definieren. Ihr habt es definiert. Ich habe schon versucht zu definieren, auch nicht der Erste gewesen. Ortega y Gasset hat es also definiert, aber das führt uns jetzt vielleicht zu weit. Ich möchte auf das unterstreichen. Ich bin ein Sozialist und immer gewesen und bleibe ein demokratischer Sozialist. Das heisst also nie ein Stalinist oder alles das. Das ist also, das müssen wir von allen Seiten verdient lassen. Nun ist ganz über das eigene heraus gesehen, ich glaube, dass wir sind in einem Ideologievakuum Mitte von dem Jahrhundert her. Das ist zum Teil sehr leicht einzusehen. Sagen wir, die marxistische Terminologie, die nicht immer ganz meine war, aber Anlehnungen daran, ist das Instrument, das zwar sehr gescheit ist, wenn man es wirklich studiert und nicht nur gerüchtweise kennt, aber ein Instrumentarium, das nicht ganz an die veränderte Realität herkommt. Ich meine allerdings auch, dass das liberalistisch-kapitalistische Instrument nicht an die Realität herkommt, weil die Realität sich durch Technologie so ungeheuer verwandelt hat. Und zwar das Entscheidende ist, dass Technologie hat revolutioniert, und zwar nicht im Sinn von einer geistige Wertsetzung, sondern sich selbstständig macht, also es wäre die Geschichte vom Zauberlehrling. Wir sind einer Welt gegenüber, die auch wirkliche Denker, ich zähle mich nicht zu den Philosophen, nicht mehr denkerisch überschauen können. Und das ist eine Ratlosigkeit. Eine Krise, eine richtig grosse Krise. Jetzt aber, was uns von der Linken angeht, wir haben natürlich die ungeheure Belastung von der Sowjetunion. Die Sowjetunion, die noch gar nichts mehr zu tun hat mit dem sozialistischen Traum oder mit der sozialistischen Hoffnung. Da kann man sich fragen, heisst das also, der Sozialismus geht überhaupt nicht? Vielleicht geht er nicht. Ich weiss, wie viele Leute das wahnsinnig gern hören, indem sie dann meinen, dass das andere ginge, nicht? Zwar mit Waldsterben und Umweltverderbung auch, aber das geht. Also da nehme ich natürlich nicht einfach an, dass die Enttäuschung auf einer Seite liegt. Und ich möchte da ein bisschen ausführlich sein, weil es wichtig ist, weil so viele Missverständnisse auch in der Gegend sind. Was Russland gemacht hat mit der Utopie vom Sozialismus, ist daneben gegangen. Das sind jetzt immerhin 60 Jahre. Es hat nichts mit der sozialistischen Idee zu tun, sehr wenig. Nur hat eine andere Sache, eine grosse Sache, das Christentum, das 2000 Jahre Zeit schon hatte, hat natürlich auch nicht ganz alles erreicht. So enorm brüderlich sehe ich die Welt, die christlich, mit christlichen Parteien regiert wird, auch wieder nicht. Die spanische Inquisition ist auch nicht das gewesen, wo man sagt, da seht ihr jetzt, was der Jesus will, was er gemeint hat. Also man müsste da dann schon nicht ganz so selbstzufrieden sein auf der einen Seite. Und wenn ich sage, ich bin enttäuscht, wir sind enttäuscht, wir haben nicht einen Ort, wo wir sagen können, so wie dort wetten wir es. Darum sind die Briefe, das heisst, der Frisch gehen sie nach Moskau, die sind so dumm, dass man es nicht beschreiben kann. Das hat ja niemand gesagt.
es ist eine Utopie geblieben, die ist es für mich immer. Und zwar der Sozialismus, dem ich anhange, basiert auf der Bergpredigt. Säkularisiert ausdrückt, wäre das mit den Worten von Brecht die Hoffnung, dass der Mensch dem Menschen ein Bruder werde. Und mit allem, was jetzt in den Oststaaten geschehen ist, was entsetzlich ist, was niemand bejahen kann, mir auch nicht, ist es immer noch doch so, dass ich der Bergpredigt, der säkularisierte Form von der Bergpredigt, sehr viel näher bin als zum Beispiel dem neokapitalistischen Faustrecht mit der kalifornischen Rancher-Plauderei von Liberty. Herr Frisch, ich möchte noch ein bisschen hier nachhaken und konkret werden. Neben dem grundsätzlichen Diskurs, den ihr jetzt gemacht habt, meine Frage, warum ist unter der Linken, eben auch in unserem Land, der Einbruch, der Hoffnungseinbruch, gerade aufs letzte Viertel von diesem Jahrhundert passiert? Das muss ja einen Grund haben, also nicht vorher ist gekommen, also nicht nachher ist gekommen. Jetzt rede ich ins Blau hinein, das ist ja gut, das ist nicht die Sache, die ich mir zu Hause schon gekocht habe, sondern wir versuchen es jetzt miteinander. Die Enttäuschung über die Sowjetunion hat ja früh angefangen, in den frühen 30er Jahren, Stalin-Prozess, alles. Dann ist der Hitlerkrieg gekommen und wir sind, das müssen wir uns erinnern, noch recht froh gewesen, dass die Russen gekämpft haben gegen den Hitler. Wir sind nachher auch sehr froh gewesen und dankbar den Amerikanern, dass sie uns von dem Europa befreit haben. Da in Parenthese, wir sind den Amerikanern dafür so dankbar, dass sie sie 20 Jahre von jeder Kritik ausgeschlossen haben. Und daran haben sie sich gewöhnt. Und weil wir jetzt eine Kritik haben, so nennen sie es Anti-Amerikanismus. Die Russen haben wir angefangen zu fürchten, sobald der Krieg fertig war, sobald der Hitler fertig war. Und von da an ist dann langsam das Eingeständnis gekommen, dass das natürlich nicht das ist, was man sich wünscht. Das ist, was man fürchtet. Ne? Und darum ist es dann eigentlich so, nach dem Krieg, vom Kalten Krieg an bis zu der Entspannung, und jetzt haben wir den Kalten Krieg in einer höherer Kälte, nicht? Ist der Zusammenbruch oder diese Lehre gekommen, diese Lehre, die muss man durchstehen und eigentlich etwas Neues suchen, etwas Neues finden. Ich will beim Neuen einhaken, Herr Frisch. Es ist ja nicht so, dass gar nichts da wäre an Problematik und an entsprechenden Lösungsversuchen, die auch von der Linken aufgenommen wird, oder gerade von der Linken. Die ganze Umweltproblematik, die vorher die technologische Problematik angezogen, sichtbarer ist noch die Umweltproblematik. Und das scheint mir doch, ich empfinde das so, vielleicht ist das spezifisch für meine Generation, dass das ideologiemässig gesehen völlig grenzüberschreitend ist. Ja. Es ist ja. Also ich sehe kein Rezept, dass man die Welt in ein Gleichgewicht hineinbringt, Rezept, die entweder hier stehen, links oder rechts, ja. Sondern scheint mir so neu. Auch für mich, der aufgewachsen ist damit, dass Beton gut ist, ich gehöre zu der Generation, ja, der Bruch vollzieht sich auch in mir. Wie reagiert ihr auf das, auf diese neue Problematik, die man nicht einordnen kann, die sogar in sozialistischen Ländern noch viel grösser ist, aber unterdrückter? Da will ich zuerst einmal sagen, ich habe also keinen Ratschlag. Ich will überhaupt nicht in den Ton hineinkommen, als ob ich die Sachen wüsste. Ein paar Sachen weiss ich. Sehr viele Sachen weiss ich nicht. Und ich muss nicht tun, als ob ich es wüsste. Ich muss nicht gewählt werden. Also, ich kann sagen, ich weiss es nicht. Aber die Probleme, vor denen wir jetzt stehen, sind nicht mehr, zuerst einmal nicht mehr zu lösen und nicht anzugehen mit dem Blockdenken von Amerika und Sowjetunion. Also dieses Blockdenken ist das Erste, was man mal muss aufgeben muss. Weil damit kommen wir einfach nicht über die Runde. Und ich halte die, die zugeben, dass sie im Augenblick nicht wissen, wie man die Welt meistern kann, halte ich für weiter vorne als die, die immer noch glauben, mit den Hellebarden ist es gegangen und wir versuchen es nochmal mit den Hellebarden. Denn die,
die sind einfach verloren. Nicht? Es kann eine Zeit geben, wo man nicht weiss, wie man es machen soll und etwas Neues sucht. Ich kann Ihnen sagen, dass zum Beispiel der, was als der Vater von den 68er geholt hat, der Ludwig Marcuse, den ich noch kurz kennt habe, am Schluss. Herbert Marcuse, ja. Entschuldigung, das ist schon sehr groß, danke. Ja. Dass er nicht ein Renegat geworden ist, aber gesagt hat, so wie wir gedacht haben, das ist ein Dead End, so geht es nicht weiter. Wir müssen neu denken, anders denken, aber das heisst nicht überschwenken in die anderen, weil die anderen auch müssen neu denken. Also müssten wir, das ist eine Kurzschlusslogik, aber vielleicht ist sie zugelassen, müssen wir zusammen neu denken. Das ist die einzige Hoffnung, die es gibt, wenn wir von einer politischen Hoffnung reden. Das würde jetzt in einfachen Ausdrücken heissen, ein Abbau von dem Blockdenken, was einfach nicht mehr geht. Wenn das geht zum Beispiel in der westlichen Welt schlecht, und dann soll man sagen, ja, geht das dann in der Sowjetunion. Das ist völlig uninteressant. Wir müssen zusammen Lösungen finden, und darum ist mal das ganze Blockdenken, das jetzt radikal aufgebaut worden ist, wo wir so weit wissen, dass wir durch unseren kalifornischen Präsidenten wissen, es gibt ein Reich des Bösen, zu dem wir natürlich nicht gehören, sondern wir gehören zur Macht des Guten. Nicht? Jetzt das also mehr Blockdenken hat es nicht gegeben, vielleicht im 30-jährigen Krieg. Nicht? Herr Frisch, ich will bei diesen Ausführungen auf euer Werk eingehen, und zwar auf frühe Sachen. Ihr habt in der chinesischen Mauer habt ihr schon von der herstellbaren Sintflut geredet. Also die Herstellbarkeit vom Untergang vom Mensch durch den Mensch. Und im Homo Faber, das andere Thema, beschreibt ihr das Scheitern von einem Mensch, der sich als völlig rationale Natur begreift, der alles durchschaut, alles begreift, nicht nur seine Arbeit, die eine technische ist, berechenbar sieht, sondern sich selber auch berechenbar sieht. Wenn ihr zurückschaut in das Werk, und das ist vor etwa 30 Jahren, liegen die zurück, seid ihr eigentlich erstaunt? Ja. Seid ihr erstaunt oder sagt ihr, habt ihr es denn schon so bewusst gewusst, dass ihr hier voraus etwas seht? Es ist nochmal anders. Es kommt vor, dass ich das anschauen muss, weil Schüler das aufführen und so, dann schaue ich es an. Aber mit dem Ding, das Atom ist teilbar, die Sintflut ist herstellbar, ist damals bei vielen von uns, nicht bei mir allein, nach Hiroshima, nach dem Schrecken, eine ganz grosse Hoffnung da gewesen. Nämlich, wir haben angenommen, jetzt gibt es nur entweder Frieden, weil Krieg bedeutet Selbstmord und das macht die Menschheit nicht total einzeln, aber nicht die Menschheit. Das ist eine Euphorie eigentlich gsi, die aus dem Schrecken rausgegangen ist. Entschuldigung, das wäre also das Gegenteil von heute. Es wäre eine Hoffnung aus... Eine Hoffnung aus dem heraus, dass man sagt, jetzt kann es Krieg nicht mehr geben. Unterdessen haben wir dauernd sogenannte konventionelle Kriege, von Frieden keine Rede. Nicht? Und neuerdings, auch seit einiger Zeit, ist der Gedanke aufgekommen, der ist aufgekommen von der westlichen Seite, muss man sagen, dass es ja so schlimm nicht ist, dass man den Nuklearkrieg eben gar nicht das Selbstmord von der Menschheit muss sein, sondern den kann man limitieren, zum Beispiel auf Europa. Dann geht es einfach ohne Europa weiter. Da bin ich zum Beispiel als Europäer dagegen. Nicht? Also die chinesische Mauer ist ungeheuer naiv die Meinung gewesen, dass durch die Atombombe der Krieg ausgeschlossen ist. Wie ist es mit dem Homo Faber als Figur? Habt ihr die irgendwie persönlich neu entdeckt? Jetzt ist sie ja immerhin eine unerhört aktuelle Figur. Also, ich stelle fest, einen Freund, den ich habe, der in der Atomindustrie, in der Elektroindustrie tätig ist, ist in dieser Situation eigentlich als hochintelligenter Mensch und auch Skeptiker, wo er merkt, dass technologisch etwas passiert, die ihm auch entgleiten könnten, bei aller anderen Argumentation. Ist das für euch eine Entdeckung, eine neue, euer Homo Faber? Als ich das gelesen habe, als ganz jung, etwa mit 16, habe ich das eher als harmlos. Ja. Als harmlos empfunden. Ja.
Ich bin wahrscheinlich noch auf anderen Wegen dazu hergekommen. Vorher war es stiller gewesen mit dem Problem der Identität. Und das ist nochmal eigentlich auf eine andere Art das Problem der Identität. Der Homo Faber, oder Walter Faber, Schweizer Ingenieur, der rennt durch einem Image nach, da muss man das Fremdwort nehmen, vom Mensch, wie er heute sei, ein Mann, wie er muss sein, als ein Techniker, ein Macher, der an die Machbarkeit von allem glaubt. Dem Idol lebt er nach, bis er, wenn er moribund wird, merkt, was er versäumt hat. Er hat seine ganze Irrationalität versäumt, er hat seine ganze Poesie versäumt. Er hat neben sich durchgelebt, indem er einem Klischee aufgesessen ist, wo das Klischee eine Zeit lang von unserer Zeit war, dass technisch Sachen zu lösen sind. Und wenn es technisch gelöst ist, dann ist es in Ordnung. Aber es hat mehr, es ist nicht eigentlich eine Polemik auf die Zivilisation gewesen, von mir aus nicht so gemeint, sondern die Auseinandersetzung mit dem Identitätsproblem, welchem Fremdidol lebe ich nach und vermisse dadurch mich selber. Habt ihr etwas dagegen, dass man es heute neu interpretiert, so wie ich es jetzt gemacht habe? Da habe ich nichts dagegen, das ist sogar hochinteressant, wenn man also lang lebt, wie es jetzt mir passiert ist, und viele Bücher zurückliegen, die immer noch gelesen werden, was mich freut. So nehmen die Bücher eine eigene Geschichte an, da habe ich nicht zu sagen, wie es hat verstanden zu werden. Ich kann es auch nicht stoppen. Die nehmen eine Geschichte an, die ich nicht mehr kann, also lenken und ein eigenes Schicksal. Es ist sogar auch interessant, dass etwas plötzlich eine andere Bedeutung überkommt. Es verliert eine Bedeutung. Es kann eine Bedeutung überkommen, die der Autor gar nicht gesehen hat. Ist auch möglich. Das ist ein ganz spannender Vorgang. Herr Frisch, ihr habt in den vorherigen Ausführungen doch eine grosse Kritik durchblicken gegenüber den USA. Die USA spielen bei euch in eurem Werk und persönlich eine bedeutende Rolle. Ihr habt in den 50er Jahren die USA mit Begeisterung gesehen, habt sogar von einem neuen Menschen, der es dort gäbe, geredet, von einem globalen Menschen, den der Europäer halt jetzt zuerst müsse begreifen. Später kommt die USA doch immer wieder so, wie ich jetzt das ganz persönlich empfinde, als eine befreiende Weite, und zwar nicht nur vom Land her, sondern auch von den Leuten her, kommt es vor in eurem Werk. Und heute doch die Kritik, die ich rausgehöre, die sicher auch Zuschauer rausgehören. Was ist denn da für eine Wandlung vor sich gegangen? Es ist gut, wenn Sie das aufbringen, den Unabgesprochenen. Wenn ich jetzt über Amerika rede, so muss ich sagen, ich kenne es nicht, wer kennt es nicht. Aber ich bin im Jahr 50 da gewesen, und zwar ein Jahr lang. Also es ist 30 Jahre Spannweite. Das bin ich jetzt unglücklich gewesen, aus Europa rauszukommen. Wünsche ich jedem, dass er Europa einmal sieht, in seinem Ort, was hat, einen wichtigen Ort in der Welt, aber nicht nur Europa. Ich bin unglücklich begeistert gewesen von dem Land. Zum Teil wirklich auch vom Land, von der Weite, von gewissen Verhaltensarten. Also es startet eigentlich fast mit einer Liebeserklärung. Ich habe damals auch geschrieben, gegen die europäische Arroganz gegenüber Amerika. Nicht? Die Arroganz in Europa ist, dass wir Kultur sind und das sind die Banausen. Was natürlich nicht so stimmt. Und gegen andere Vorurteile. Dann immer wieder in Amerika gewesen, für ein Vierteljahr, für ein halbes Jahr. Hauptsächlich dann New York und San Francisco. Also da gibt es viele Gründe, warum das stimulierend ist. Nun hat sich Amerika natürlich, ich habe mich geändert ein bisschen durch älter werden, und Amerika hat sich enorm geändert. Damals war es Amerika vom American Dream gewesen. Dann ist Korea gekommen, dann ist Vietnam gekommen, dann eine kleinere Havarie wie Watergate und so. Die haben ihr Selbstvertrauen unter Prüfung müssen nehmen. Es ist ja ganz wichtig, wo der Nürnberger Prozess war, über Kriegsverbrechen. Ich bin einverstanden mit dem Kriegsverbrecherprozess. Haben Sie das müssen nachher feststellen, was in Vietnam passiert? Einiges davon fällt unter diese Kategorie auch. Sie sind also nicht mehr einfach die Unschuldigen gewesen und haben sich sie haben eine Skepsis über sich selber müssen überkommen. Und ich bin der Meinung, dass ein Mensch, der skeptisch ist, sich selber gegenüber ein Grad humaner ist,
als das, was nicht so weit bringt. Jetzt ist aber das andere passiert. Diese Skepsis haben sie nicht mehr lange ausgehalten. Sie haben auch nicht eigentlich das Gefühl, dass ein Schuldgefühl, sondern das Gefühl, es ist ein Fehler gewesen. Ein schwerer, ein kurzspieliger Fehler. Hat allerdings auch das vietnamesische Volk viel gekostet und das koreanische Volk, aber das amerikanische. Also. Und jetzt haben sie einfach das Bedürfnis, das zu verdrängen, zu vergessen und mit Siegen, einen haben sie gerade jetzt gehabt, über die Insel da. Und jetzt ist eine ganz grosse Veränderung ist gekommen, die mir Angst macht. Ich komme nicht etwa mit dem Wort faschistisch, das, wir wissen nicht sehr genau, was es heisst, man kann sehr verschieden sein. Aber ich sage eine ganz kurze, wir haben Zeit, eine ganz kurze Geschichte. Im Jahr 50 bin ich in einem Motel in Kalifornien und da war so ein Wirt, wo ein Plauderi, ne, wie es überall gibt. Und er ist da gestanden und hat über die Russen geredet und hat gesagt, also wenn die Russen dann nicht recht tun, und hat die Hand im Hosensack gehabt, hat er gesagt, 24 hours, you know what I mean, 24 hours, also 24 Stunden, wissen Sie, 24 Stunden. Hat da so ein das Bömbli da in der Hand, hat gesagt, ja, ja, also schon und so. Nicht? Und das hat er also endlos wiederholt. Also, ein, was wir halt sagen, ein dummer Schnurri, nicht? Unwichtig. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber warum überhaupt Krieg? Das war so 50 gewesen, die haben noch 5 Jahre vorher, sind es noch Waffenbrüder gewesen, Gott sei Dank in der Besiegung vom Nationalsozialismus. Da sagt er, ja, wissen Sie, wenn man die Wahl hat zwischen der Krise, Depression und Krieg, ist Krieg sicher das Bessere. Der Satz könnte in einer ganz dummen Marxistenfibel stehen, weil das ist, was sie dem Kapitalismus vorwerfen. Ich kann da, man kann den Mann verstehen, weil er hat natürlich Depression, Krise erlebt, den Krieg erlebt hat Amerika eben, das ist ganz entscheidend, nie im eigenen Land erlebt. Zum Glück ist nie okkupiert worden, ist nicht wie Dresden, wie Warschau und so weiter bombardiert worden. Dann ist das Gespräch so ein bisschen peinlich geworden. Ich dachte, jetzt ist es höchste Zeit, dass ich witzig werde. Und habe also versucht, witzig zu werden. Und das klingt dann, wenn man es will, dann ganz schlecht. Und er hat gesagt, ja, Krieg schon, aber wo? Und sagt er, ja, over there, dann. Sagt er, meine in Europa. Sagt er, of course. Sag ich, warum? Because they are used to have wars. Weil wir gewöhnt sind, Krieg zu haben. Damals hat man über das können lächeln. Und heute ist das die Mentalität von Leuten, die eine enorme Macht haben. Und das ist erschreckend. Nicht? Ihr sagt erschreckend und Angst, ich möchte die zwei Wörter ja aufnehmen. Es denkt mir, es gibt zwei Formen von Angst. Die eine Angst drückt sich darin aus, dass man sagt, wir brauchen mehr Waffen. Die hat auch eine innere Logik. Ja, ja. Und die andere Angst sagt, wir haben Angst, wir brauchen weniger Waffen. Ja. Das hat auch seine innere Logik. Und dann gibt es die zwei Blöcke, die wir uns zu einem zählen. Und eure Angst gegenüber den USA ist wahrscheinlich eher eine Minderheitenangst. Nicht gegenüber, aber vor irrationalen Handlungen, die auch von dort aus kommen könnten. Und ich sage, also jetzt von der jetzige Regierung, ich rede nicht von den Amerikanern. Ist nicht die USA. Selbst wenn man jetzt von dieser Angst ausgeht, die sicher bei der Linken ganz sicher verbreitet ist und auch ein Kern ist, ein Motivationskern in der Friedensbewegung, ist es nicht doch auch so, dass die USA eine Macht ist, die sich als demokratische Macht, die sie doch auch wieder ist, immer wieder selber korrigiert. Das ist nicht so, ich will das noch, in einem Satz weiterführen, dass alles ist öffentlich. Also sogar jeder irrationale Entscheid passiert im Gegensatz zur Sowjetunion, wo man ihn nicht mal wahrnehmen kann, weil man ihn nicht kennen, bevor er vielleicht wirksam wird. Aber es ist immer öffentlich. Ist nicht die Öffentlichkeit eben eine demokratische Garantie dafür, dass nicht passieren kann, was irgendjemand quasi privat oder vom politischen Machtanspruch her will? Zwei Sachen. Erstens einmal, wenn ich kritisch bin und eine Angst habe gegenüber den jetzigen Machtinhabern, so heisst das nicht, dass ich an dem Land hin und vorne nichts Gutes gesehen habe. Das ist ganz klar. Wir müssen das immer hüten
von dieser Einfärberei. Ich würde zum Beispiel auch sagen, etwas, was war mit den Pentagon Papers, Sie wissen, was das war, dass man etwas ausbringt, was die Regierung macht und dass der oberste Gerichtshof nicht die Regierung stützt, sondern die Regierung, auf die sie anklagt. Das ist so ein enormer Akt, wo ich nicht einmal recht weiss, in welchem anderen demokratischen Land der wird passieren. Ich habe mich gefragt, wird das passieren in Frankreich? Wird das passieren in der Schweiz? Wird das passieren in der Bundesrepublik? Ich habe damals gesagt, am ersten nach in der Bundesrepublik. Also das sind demokratische Kräfte am Gang. Auch jetzt, ich habe den Friedensmarsch mitgemacht, nicht den in Bern, da bin ich nicht gesund gewesen, aber länger zurück in New York, dort sind 700'000 Leute unterwegs gewesen. Das ist erlaubt. 7 Leute, die auf den Roten Platz gehen, ist nicht erlaubt. Sie können es machen, aber sie sind nachher im Arbeitsleben. Ich kenne so einige auch. Ich kenne auch ein paar Russen, die in dieser Sache sind. Also, sie wollen mir auch nicht das. Ich will mich nur von vornherein abschränken gegen eine schwarz-weiß und blind sehr reinet. Es ist eben so, dass diese kritischen Kräfte in den USA da sind und dass wir die natürlich unterstützen, weil wir nicht einfach die blinde Untertänigkeit gegenüber den momentanen Machthaber mitmachen. Nicht? Also. Ihr habt gesagt, man hat 20 Jahre, möglicherweise noch mehr, und zu Teilen noch immer den USA Kritik erspart. Und die Kritik die kommt jetzt, ja. Und wie eine Kritik, die man lange hat aufgehalten hat, kommt sie natürlich gewaltig. Zumal eben so eine offene Gesellschaft wie die USA ja auch die Fakten liefert. Ja. Was können wir an der Sowjetunion kritisieren, wenn wir sehr wenig wissen? Man kann nur kritisieren, wenn man etwas weiss. Ja. Ist da nicht auch eine Emanzipationsbewegung im Gang von Europa, die im Grunde genommen in den USA viel interpretiert wird? Dass vor allem Westeuropa aus einer, sagen wir, fast ein bisschen geistig-politischen Abhängigkeit herauskommen will. Eben. Gullismus auf unsere Dankbarkeit, ganz klar. Ich weiss, ich bin 46 als Gast von der US-Armee nach München gekommen. Das zerstört den München und alles. Und das sind USA sind wirklich die, die uns befreit haben von dem, diese Dankbarkeit. Jetzt eine Kritik. Es kommt langsam eine, einverstanden mit dem, eine Selbstbesinnung, eine europäische, die erstens einmal alarmiert ist dadurch, dass der Gedanke aufkommt, man könnte Europa als Schlachtfeld nehmen für die beiden Supermächte. Nicht? Die sollen dann ausmachen, welche die Gott gewollt und welche nicht die Gott gewollt ist. Und das wollen wir nicht. Also wir wollen nicht das Schlachtfeld abgeben. Und ferner, langsam erinnern wir uns, neulich habe ich jemanden gefragt, wie gross ist denn Europa, das kleine Europa gegenüber dem grossen Amerika. Und wir sagen immer Amerika, was falsch ist, in den USA. Lateinamerika ist noch amerikanisch vom Ursprung her, aber USA. Ja nur, Sie wissen die Zahlen ganz, ganz kurz, 240 Millionen USA, Europa ohne die Warschau-Paktstaaten 350, mit Warschau-Paktstaaten, die auch europäische Länder sind, weiß Gott, Polen, Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn und so weiter, 500. Es ist also immerhin das, was da geopfert werden muss, für den Ronny Reagan, sein kalifornischer Gottesglaube, ist Doppelte von der Bevölkerung, von den amerikanischen. Das muss man sich langsam sagen. Wir müssen nicht als ein kleines Fritzli einfach sagen, was die wollen. Nun sind sie ökonomisch, militärisch in dem Bündnis, zu dem wir gehören müssen. Darum müssen es überleben, sicher die Stärkeren. Heisst aber nicht, dass der Stärkere immer der Einzige ist, der Recht hat. Und das müssen die Amerikaner lernen, und zwar nur mit einer neuen Regierung. Denn die haben ihre Lernunfähigkeit nun 3 Jahre lang demonstriert. Und ich hoffe, dass die Amerikaner das machen. Aber darum bin ich zum Beispiel nicht dort in meiner schönen Wohnung an der Prinzstreet. Da rege ich mich auf, aber ich habe ja dort kein Stimmrecht. Nicht? Und nur sich aufregen, nur dass man etwas sagen kann, ist auch nicht so lustig. Herr Frisch, ihr habt als Schriftsteller, der
eben, ich habe das am Anfang gesagt, im Werk auch von Leuten bewundert wird und akzeptiert wird, gelesen wird vor allem, das ist ja für euch wichtig, von Leuten gelesen wird, die ganz einer anderen Meinung anhängen als dir. Auch von Mächtigen habt ihr die Möglichkeit gehabt, mit Mächtigen zusammenzukommen. Die sind mit dem François Mitterrand mal zusammengekommen, die sind mit dem Helmut Schmidt zusammengekommen, in Amerika auch noch früher, mit dem Kissinger. Wie empfindet der Schriftsteller mit dieser kritischen Sonde, dieser linken Sonde, die ihr habt, eine solche Begegnung mit wirklicher Macht? Und das kann man wohl beim Schmidt, wo er Kanzler war, und beim Mitterrand heute, wo er Präsident ist, sagen, dass da doch Macht vorhanden ist. Es ist ja nicht das, was man erwartet, es ist ja nicht einmal das, was man anstrebt. Es ergibt sich dann. Ich habe zögert damals, als ich eine Einladung hatte vom Kissinger, den ich vorher ein bisschen gekannt habe, ins Weiße Haus zum Lunch. Soll ich da hingehen? Was habe ich da zu tun? Jedenfalls komme ich nicht als der Berater. Aber als Schriftsteller ist es ja gut, wenn man Sachen sieht und wenn man die Leute auch sieht. Übrigens habe ich dann geschrieben, dass es eine sehr seltsame Begegnung war. Das war zwei Tage nach dem Einmarsch in Kambodscha. Und beim Aperitif hat er gesagt, das geht nur 14 Tage. Und dann haben wir gegessen und geredet. Und dann nach dem Essen hat er gesagt, es geht etwa 6 Wochen. Aber es macht nichts, es ist keine Zivilbevölkerung dort. Da haben sie sich halt täuscht, es war halt Zivilbevölkerung dort. Es ist mal interessant, das zu sehen. Und was für eine Verantwortung auf so einem Mann liegt, der sehr, sehr gescheit ist. Aber mir nicht den Eindruck von einem grossen Mann gibt. Gut, das ist also meine Kritik. Was habe ich jetzt zu tun? Nicht, dass ich bin sicher nicht der Ratgeber, auch nicht der Richter, sondern der Beobachter. Und es ist gut, wenn man die Leute, die man aus der Zeitung und so kennt, vielleicht einmal sieht. Die interessanteste Begegnung habe ich mit dem Helmut Schmidt. Und ich darf die vielleicht erzählen, weil sie nicht nur eine Anekdote ist, sondern ja, sagen wir es so. Er hat eine Einladung gemacht an 4 Schriftsteller zum kulturpolitischen Fragen besprechen. Das ist sie, der Heinrich Böll, Siegfried Lenz, der Günter Grass, der nicht kommen konnte, und als Ausländer ich. Und es ist aber unterdessen die Situation so heiß geworden, das war die Entführung vom Schleier, Martin Schleier, wo man noch nicht gefunden hat, und die Entführung von der Lufthansa-Maschine. Und wir sind am Sonntagnachmittag dort hingekommen, mit dem Kanzlerbungalow zum Panzer und alles, und da ist also Helmut Schmidt gesessen mit seiner Frau und dem Herrn Matthöfer bei deutschem Nachmittags Kaffee und Kuchen und die beiden anderen Schriftsteller. Und er hat uns gefragt, das ist eine Terrorismus-Situation. Man hat also eine akute, es passiert gerade jetzt. Wir haben noch nicht gewusst, wir haben die Nachricht gehabt, dass die Maschine in Aden steht, immer noch, dass der Pilot erschossen worden ist, dass sie immer noch in der Hand der Terroristen ist. Nicht? Man hat nicht gewusst, wo Terroristen mit dem Schleier gewesen sind und so weiter. Also, heisseste Ding. Dass der Mann jetzt überhaupt mit uns redet, ist verwunderlich. Und was hat er wissen wollen? Er hat gesagt, wie erklären ihr euch den Terrorismus, wo sehen ihr die Ursachen? Nicht in der Meinung, dass wir die Weisen vom Berg sind, aber hat er wollen diskutieren. Das hat mir erstens mal einen Eindruck gemacht. Dann normalerweise würde man sagen, los, jetzt brennt es, jetzt können wir nicht reden darum, wieso es immer wieder brennt. Nicht? Und dann zwischendrin hat er wieder raus, Krisenstab, muss nach einer halben Stunde reinkommen, sagt, keine neuen Nachrichten, was er immer macht, nicht, Schnupftabak, nicht? Und weiter Coca-Cola und die Geistesgegenwart und sagt, was Sie da vorher gesagt haben, Herr Böll, wie meinen Sie das? Nicht? Dieses Ding, diese Präsenz ist gegangen, über 5 Stunden sind wir da gewesen, er ist 4-mal rausgegangen und da hat mir imponiert, die Bereitschaft, nach der Grundlage zu forschen, währenddem er gleichzeitig Entscheidungen fällen, was gegangen ist. In diesen Tagen, in diesen Stunden ist die Entscheidung gefallen, was wir natürlich nicht haben können wissen, dass sie dann mit dem Kommando den Überfall in Mogadischu zur Befreiung von denen machen. Der Mann hat mir, ob ich nun alle einverstanden bin oder nicht, oder er mit mir spielt gar keine Rolle, hat mir einen grossen Eindruck gemacht von einem überlegenen Krisenmanager, wo das als sehr, sehr gut macht und gleichzeitig bereit ist nach Ursachenforschung. Herr Frisch, es ist ja
es kommt nicht von ungefähr, dass in diesem Fall der Helmut Schmidt, die sind ja mit ihm auch in China gewesen, euch hat eingeladen. Der Hartmut von Hentig hat ihm in seiner Laudatio, wo er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, von euch gesagt, ihr seid jemand, der uns Wahrheitsarbeit verordnet. Jetzt stelle ich aber fest, als Frischleser, und zwar Langjähriger, nicht erst in Vorbereitung auf die Sendung, stelle ich fest, dass Wahrheit bei euch immer in ganz verschiedenen Möglichkeiten zum Ausdruck kommt. Also beim Stiller gibt es nicht nur eine Wahrheit. Das ist ein Mensch, der die Wahrheit über sich sucht. Es gibt die verschiedensten. Das steigert sich in den Büchern dann, bis mein Name sei Gantenbein, wo ein Mensch quasi Wahrheiten oder Geschichten von sich selber probiert wie Kleider. Der Ausdruck ist von euch. Auch in den Theaterstücken, zum Beispiel Biografie, wo ein Mensch, der gestorben ist, noch einmal sein Leben kann neu organisieren, also eine neue Wahrheit kann herstellen. Einer, der uns Wahrheitsarbeit verordnet, für euch ist offensichtlich Wahrheitsarbeit etwas, das nie zu einer endgültigen Wahrheit führt, sondern immer zu Variationen. Das ist ein interessanter Gedanke. Mein Freund Hartmut Hentig müsste ich jetzt ein bisschen korrigieren, wenn er sagt, er verordnet Wahrheit, dann würde ich das Wort verordnen. Ungern. Wahrheitsarbeit. Ja, Wahrheitsarbeit verordnen. Vielleicht einladen. Ja. Wäre mir noch lieber. Ja, ja. Was habe ich zu verordnen? Ne? Und es ist auch, wenn ich nochmal geschwind drauf komme, ich habe mich auch gefragt, wieso lässt der deutsche Bundeskanzler mich in den Flug nach China mit? Ich bin kein China-Kenner, habe sofort angefangen zu lesen, gar nicht viel Zeit gehabt. Ich habe nur eine Erklärung dafür, hat mir das nie gesagt. Was er vielleicht gebraucht hat oder gern gehabt, das ist jemand, es gibt einen anderen, wo Fragen stellt. Und zwar naive Fragen. Nicht rhetorische Fragen, wo man die Antwort schon also weiss. Und sie haben recht mit den anderen Sachen. Es ist das Wahrheit, also unser marxistisches Wort wäre nun auch dialektisch, nicht? Es gibt eben nicht die einfädige Wahrheit. Und auch wenn ich etwas über Amerika sage, fällt mir sofort eine Ergänzung, ein Fragezeichen dazu ein. Es ist, was er als Wahrheitsarbeit hat, ist ein produktiver Vorgang und nicht ein Dogma. Darum ist bei mir immer eine ungeheure Abneigung gegen jede Art von Dogmatik. Nicht? Es ist letztlich auch eine Irritation. Oder? Der Leser oder der Zuhörer jetzt bei euch wird Mühe haben, einfach mal ganz klar festzulegen und den Stempel aufzudrücken. Mir macht es den Eindruck von einer unerhörten Skepsis gegenüber der Wahrheit als Endprodukt des Denken. Seht ihr dort drin die Trauen vom linken Intellektuellen? Jetzt würden wir den linken Intellektuellen streichen. Nicht eben, weil es eine Schandetikette ist, sondern weil ich konservative Leute kenne, kirchliche Leute kenne, die genau das Gleiche machen. Leute, die das Verhältnis zur Wahrheit haben, wo ich versuche zu haben, dass ich nicht meine, ich sei im Besitz von der, aber ein riesiges Bedürfnis nach Moment von Erkenntnis haben. Und die Skepsis, wo sehr oft ermüdend wirkt für die anderen, für einen selber, ist so, sagen wir, das Mies machen und nicht recht glauben. Das ist also das Negative, der negative Wert von Skepsis. Man kann es auch sehr anders sehen. Ohne Skepsis hätte es keine Wissenschaft gegeben, nämlich der Zweifel. Wieso stimmt das nicht, dass man es so nicht. Ohne Skepsis kommt man nicht zu einem Glauben, auch nicht zu einem religiösen Glauben. Wenn ich sofort alles glaube, komme ich nicht zu einer Erleuchtung. Man könnte so sagen, also ist das so eine Metapher. Skepsis ist die Hebamme für eine seriöse Erkenntnis oder Erleuchtung. Glaube nicht zu früh. Prüf die Sache, schau sie von der anderen Seite an, zweifle auch wieder. Und wenn es dann eine Erkenntnis oder Erleuchtung ist, dann mag sie durch, aber nicht sofort glauben. Sie können auch wieder verworfen werden. Ja, klar. Wie wäre das, wenn jetzt Politiker auf eure Erkenntnis, auf eure Wahrheit würde einsteigen, auf eine? Wäret ihr der, der sofort nach einer anderen würde forschen? Vorausgesetzt, dass ich lebendig bin oder lebendig bleibe, oder dass man lebendig bleibt,
ist das eine automatische Reaktion. Das ist ja das, wenn ich gesagt habe, ein paar Mal, also die Schreiberei, Literatur ist eine Subversion, also nicht ganz in dem Begriff, wie ein Polizist das versteht, sondern wie es heißt, ein Aufwühlen, ein Infragestellen, und zwar in jedem System, nicht? Weil jedes System hat eine Herrschaftswahrheit, eine Herrschaftssprache, und die Leute, nicht nur der Schriftsteller, die Leute, die lebendig sind, setzen deren eigene Erfahrung gegenüber, ist Skepsis machen gegenüber der Herrschaftssprache. Also, wenn ich jetzt, ich will nicht wählen, aber wenn es ein Staat so wäre mit den Leuten, die ich wähle, so wäre es nicht so, dass ich heimging und sage, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt ist alles, was die sagen, wahr, sondern es würde mir aufschlossen, dass ich sage, so stimmt es natürlich auch nicht, mein Herr, nicht? Oder da müssen wir weitersuchen. Das ist ein dauernder Vorgang. Ist bei euch neben dem, was ihr politisch äußert, auch das Werk, die Poesie, ein Max Frisch sei Poesie, etwas, das ihr einem bestehenden, herrschenden, funktionierenden entgegensetzt? Es fällt mir auf, dass bei euch die Dichtung sehr private Züge trägt. Also manchmal fast immer ein Kontrast ist zu der Direktheit, zu der provokativen Direktheit, wo dir Sachen sagen im politischen Bereich. Und nachher das Private, zum Beispiel das letzte Buch, «Der Mensch erscheint im Holozän», wo ein alter Mann eine Naturkatastrophe erlebt, wo nur er eine Rolle drin spielt. Also quasi auf ihn bezogen. Mhm. Etwas, was ich als 40-Jähriger als sehr bedrückend empfinde, beispielsweise. Ist das Private und das Dichterische, ist das auch etwas, auch ein Teil von dem, was dir entgegensetzt? Wie funktioniert das? Ja, es ist ja, was Sie gefragt haben, ist interessant, aber es ist ja so ein bisschen wie ein kaltes Buffet. Ich kann da nehmen oder ich kann dort nehmen. Das sind verschiedene. Jetzt muss man mal schauen, wo ich jetzt meine Gabeln reinstecke. Das erste Mal auch schon wieder, ich würde es nicht privat, sondern zwischenmenschlich nennen, persönlich, auf Personen bezogen. Du hast gesagt, das Private. Ja, klar. Also es ist im Gegensatz zum das Politische und das Private. Was ineinander übrigens. Nehmen Sie Mann-Frau-Beziehung, ob es Ehe oder nicht Ehe ist, ist sogenannt privat. Hat aber mit Herrschaftsstrukturen zu tun und ist insofern hat eine Ausstrahlung, ist Politische oder das Politische hat eine Ausstrahlung in das. Das sind zwei Elemente, die also ineinander sicher übergehen. Sie haben aber, sie waren einmal gewesen, wo ich gerne geantwortet habe, und jetzt ist mir natürlich der Vater weg, sie haben ihn vielleicht auch nicht mehr. Jetzt schwimme ich. Ist die Poesie, die Dichtung bei euch etwas, was ihr auch entgegensetzt? Gut, der Herrschafts... Ja. Struktur. Ich will es nicht mal Herrschaft, sondern warum schreibe ich schreibe sicher nicht, um Leute zu belehren. Sondern ich schreibe, es gibt verschiedene Dränge, wo ich nicht als vom Spieltrieb an bis zum Kommunikationsbedürfnis. Aber der in dem Zusammenhang eine Rolle spielt, zu einer Selbsterforschung. Indem ich schreibe, komme ich meiner Erfahrungslage auf die Schliche. Einfach gesagt, es könnte so sein, dass ich, wenn Sie mich fragen, glauben Sie das und das? Und ich sage, das glaube ich. Und ich gehe etwas schreiben. Und aus dem, was ich geschrieben habe, geht hervor, dass ich das gar nicht glaube, sondern etwas anderes glaube. Es ist also eine Recherche, eine Selbsterforschungssache. Die kann eine Funktion haben für einen Leser, indem er auch eingeladen wird, stimuliert wird, seine Selbsterforschung zu machen. Die gar nicht etwa meine gleiche Resultate wie meine muss haben. So hat diese, sagen wir, diese private Wahrheitsarbeit hat nicht die Aufgabe oder die Möglichkeit, dass ich ihnen dann die Wahrheit gebe, sondern dass ich sie einlade, die für sich selber zu machen. Und von dort kommt eine Wirkung, und von dort kommt es, dass wahrscheinlich Bücher gelesen werden. Und eine gesellschaftliche Wirkung. Und eine gesellschaftliche Wirkung hat die man dann auch wieder nicht also kann also steuern. Nicht? Aber jedenfalls nicht. Ich lege grossen Wert darauf. Nicht in dem Sinn, dass ich weiss es und ich sage euch jetzt so und so ist es.
Es ist eine Verunsicherung, ja, die dir einem Leser geht. Ja, und ich glaube, wir müssen Verunsicherungen, wir können nicht immer in der Verunsicherung, aber wir müssen Verunsicherungen durchstehen und nicht einfach ob das nur nationale Tabus sind, sagt, ist es so, ist es so, und man kommt auf etwas anderes. Also einfach, es geht ungeheuer um die geistige Lebendigkeit. Dort sehe ich auch die einzige Hoffnung für diese im Augenblick sehr, sehr bedrängte Menschheit. Ich will das Wort Hoffnung aufnehmen. Ich habe vorhin vom letzten Buch von euch, «Der Mensch erscheint im Holozän», geredet, wo mir bedrückend erscheint. Ich kann mir das mal vorerst erklären mit meiner Generation, 32 Jahre jünger. Aber die Hoffnung als 72-jähriger Mann, der mit grosser Sensibilität gegen viel Widerstand Haufen Sachen hat gesagt, immer noch sei, gibt es Hoffnungen, ganz konkrete, die vielleicht dir zum Ausdruck bringen für Jüngere, vielleicht auch für ganz Junge? Ja, also sagen wir, der 72-Jährige hat natürlich für sich selber auch nicht mehr so verrückt viele Wünsche. Gewisse Sachen sind gestillt. Gewisse Hoffnungen hat er. Ich glaube, das ist nicht originell von mir. Ich habe die Hoffnung auf einen guten und einen grauenhaften Tod. Nicht? Das interessiert sie jetzt also noch nicht. Aber es ist ja so, dass auch derjenige Hoffnungen oder Zweifel oder Ängste für die Menschheit überhaupt hat. Das ist ein grosses Wort, aber was nach ihm kommt. Nicht? Es ist nämlich merkwürdig. Es ist nicht «après moi le déluge» interessant, sondern wenn man zum Beispiel weiss, auch wenn Sie jetzt wüssten, dass man im besten Alter, so im Jahr 2000 kommt nichts mehr, so sind Sie in einer absoluten Gegenwartslehre und die Geschichte interessiert Sie nicht. Es lehrt die ganze Geschichte aus. Wenn der Nuklearkrieg losgeht, und wir sind nicht sicher, dass er nicht losgeht, dann ist nicht nur das vernichtet, was jetzt lebt, sondern es ist die Zukunft vernichtet. Und das gibt schon jetzt eine ungeheure Lehre, für was soll man denn nicht? Sagen wir, ein Dichter, der letzte Dichter, der an die Nachgeborenen dichtet hat, glaubt hat, dass es das gibt, war der Brecht von 30 Jahren. Glaubt ein Heutiger, dass das, was er jetzt seit 200 Jahren noch wichtig ist, ob es dann noch Gräser gibt, es gibt also gewisse Insektenarten, das wissen wir, gibt es dann noch und so weiter. Nicht? Dadurch, dass es in Zukunft so in Frage gestellt ist, gibt es eine Entleerung von der Gegenwart. Das ist würdet ihr damit erklären, dass es unter unerhört vielen Leuten heute überhaupt kein Interesse mehr gibt an Geschichte? An der Geschichte, an der Jüngeren, an der Zeitgeschichte, wo wir herkommen, was passiert ist, rückblickend? Ich glaube, es ist ein nachlassendes Geschichtsbewusstsein. Amerika ist sowieso sehr viel kleiner als es aber in europäischen. Was man kann verstehen, wenn man eine Geschichte ist hochinteressant, wenn man denkt, es geht weiter, es geht Jahrhunderte weiter, wir wissen nicht wie, also ist es interessant gewesen, wie ist das beim Zwingli, wie ist es beim Richelieu gewesen, wie ist das so und so, wie das weitergeht. Wenn ich Ihnen sage, hören Sie, Frank Meyer, nächsten Dienstag sind wir alle weg, glaub nicht, dass Sie jetzt interessiert, wie es mit dem Richelieu gewesen ist, nicht? Aber die Hoffnung, dass der in 200 Jahren mit euren Büchern noch gelesen werden, die hat er. Die habe ich eigentlich nicht, aber es ist natürlich auch die Frage, was Sie sagen, das ist nicht, ich weiss, es ist so ungehörig, hoffnungslos zu sein. Das ist einfach ungehörig, nicht? So ist es eigentlich so, dass ich es umkehre und sage, Frank Meyer, was sind Ihre Hoffnungen? Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Da kommen wir dann sehr näher, nicht? Das hat man manchmal, und manchmal muss man, glaube ich, auch zugeben, dass man sie nicht sieht. Nicht? Und alle billigen Hoffnungen, nicht? Ist uninteressant. Wegen der Angst, nur noch geschwind etwas. Keine Angst haben, ist auch eine Frage, wie ich sage. Was zum Beispiel es gibt 12'000 Physiker, habe ich gelesen, aus 44 Ländern mit 33
Nobelpreisträger warnen nochmal von jeder Art Nuklearkrieg, weil die als Fachleute wissen, was es ist. Was wollen die von uns? Was die machen, ist der Aufruf zum Mut zur Angst. Der Mut zur Angst. Es braucht nämlich Mut, Angst zu haben, um von dem aus weiterzudenken. Keine Angst an sich ist ja keine Lösung. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Max Frisch ist ein beeindruckender Zeitgenoss und ein beeindruckender Schweizer. Auf das können wir stolz sein. Es ist nicht immer alle, weil er halt auch ein unerhört provozierender Denker ist. Aber ich bin überzeugt, dass aus diesem Gespräch heraus andere Gespräche können hervorgehen, wo uns vielleicht an gewisse Sachen anführen. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.